Am nächsten Tage könnt ihr aufbrechen. Es ist der 27. Praios. Und aktuell scheint noch die Sonne durch das dichte Blätterkleid. Auch noch farbig. Und ihr wisst nicht genau, ob die Farbe wieder verschwindet, wenn ihr durch den Steinkreis hindurchtretet, wenn ihr nach Norden aufbrecht. Ihr könnt dann das Beben nach und nach wieder spüren, das Beben von Werheim, von Inferno, was dann zwischen den Bäumen oder hinter den Bäumen entlang kommt. Mendarion hatte gesagt, ein Pfeil lang. Wie auch immer das dann sich auswirkt, aber zwei Märsche, was auch immer er damit meinte, die Umrechnung scheint nicht ganz zu stimmen. Nach 200 Metern trefft ihr auf keinen Fluss, auf keine Brücke. Nach 400 Metern nicht, aber wenn Raphim dann irgendwann, es ist so vielleicht 10 oder 11 Uhr, es waren sicherlich 4 Meilen, die ihr jetzt durch das Unterholz mit eurem Karren gestratzt seid. Trefft ihr erst auf das Rauschen eines Flusses und dann wird es immer und immer wieder lauter, zusätzlich eben auch das Dröhnen von Werheim. Die Farbe ist wohl wieder gewichen, ihr werdet tatsächlich wieder farbenblind, aber der Nebel bleibt euch zumindest verschont. Und so steht ihr nach 4 Meilen vor einem großen Fluss. Und könnt tatsächlich auch erkennen, dass ihr intuitiv mit Boltags Führung richtig gelaufen seid, sodass ihr hier vor einer großen, gewachsenen Brücke steht, die sich hier dornenranken, wachsend, wuchernd über den Fluss erstreckt. Also ich weiß nicht, weil du Pfeile schießen kannst, ne? Aber das war ein bisschen weiter. Nun, ein Pfeil fliegt immer so weit, wie der Wind ihn zu tragen bereit ist. Ja, das war Vielleicht eigentlich auch sollten wir auf was. ein verlässliches System umsteigen. Der Entfernungsmessung. Um die Welt, wie ihr Menschen, mit geraden Richtschnüren zu vermessen und zu verstehen, begreifen wollen? Kommt, gehen wir hinüber. Wie breit ist denn die Brücke? Genauso breit wie die damalige Brücke? Sieht die stabiler aus? Können wir da so mit dem Wagen rüber? Wie schätze ich die ein? Also der Fluss ist 200 Meter breit und es gab damals keine Brücke, sondern nur eine große Kettenfähre. Nein, nein, ich meine Aber jetzt die Brücke, die vor uns ist. also die ist definitiv breiter, die ist definitiv dicker. Das liegt auch daran, dass das wesentlich näher daran ist als ja, also es liegt einfach näher an diesem Steinkreis. Und dementsprechend ist sie auch weiter dicker verwurzelt. Da könnt ihr ohne das Abladen, könnt ihr da einfach rüberfahren, wenn Sumruch denn hold ist. Ihr könnt auf der anderen Seite des Flusses in einiger Entfernung erkennen, wie dann wohl die Brücke nicht nur endet, sondern auch die Natur weiter auf Werheim zugewachsen ist. Das Bild, was sich euch bietet, die Stadt ist nicht so weit von euch entfernt. Ihr könnt schon, ja, ihr könnt diesen niederschmetternden Anblick schon erkennen. Tiefe Verwerfungen, die sich dann hier quer durch die Stadt zieht. Die Gebäude sind eingestürzt, versunken. Ihr könnt auch noch sehen, wie schwarzes Feuer lichtlos brennt. Es ist eigentlich nur noch eine baufällige Ruine. Diese gesamte Stadt, ehemals das Herz oder das Schild des Reiches. Es gibt auch noch die eisernen Mauern, die wohl mit Elementarzauberei des Erzes gestärkt worden sind, und selbst diese sind mittlerweile großteilig zerstört. Gerade im Süden, wo die Wallabschnitte dann noch ein bisschen besser stehen als im Norden, seht ihr, wie dann die Natur über die eisernen Mauern hinübergewachsen ist, und das, was die Gerüchte bereits angedeutet haben, ist, scheint sich wohl hier auch zu bewahrheiten, dass die Natur das Leben mit dem Tod kämpft, mit dem Untod. Ihr könnt aber auch auf alle Fälle jetzt auch aus der Entfernung schon sehen, wie Carmalet verbrannt ist, wie die Burg, in der sich wohl die Reichsführung auch teilweise aufgehalten hat, in der ihr auch einige Besprechungen hattet, geschmolzen ist und fast nur noch aus Glas zu bestehen scheint. Zumindest so spröde ist das Gestein. Bevor wir jetzt rübergehen, sollten wir uns eben einig sein. Wir gehen erstmal im großen Bogen um Werheim herum, richtig? Definitiv. Und wir sollten uns, wie auch bisher, schon an die noch intakte Natur halten. Ich meine mich daran zu erinnern, dass nördlich von Werheim auch ein größerer Wald wäre, oder zumindest ein etwas dichterer. Gut. Wunderbar. Und aber mir keine Ja. Metallstreben in die Brücke schlagen.
Das scheint mir nicht notwendig zu sein. Aber vielleicht später. Nein. Man kann so eine Brücke nicht ungenutzt lassen. Ich möchte meine Rede von vor 4 Tagen nicht wiederholen. Ich habe sowieso kein Werkzeug dabei. Wir haben uns verstanden. Ich bin mir sicher, er hat verstanden. Er hatte schon letztes Mal verstanden. Es besteht keinen Grund, hier noch einen Song zu sprechen. Ich wollte die Erinnerung nur auffrischen. Wieso liegt er mich so wie hier einen Song bauen? Darauf gehe ich voll. Murmel so vor mich hin. Ja, dann lass uns rüberlaufen. Wird man auf die Brücke treten. Ja. Und denk dran, der Mutter Sune zu danken. Natürlich, Bortax. Ja, so könnt ihr weiter holpernd und rumpelnd über den Baum, über die Wurzeln hinüberfahren. Sie gibt nicht nach, aber gemacht für einen schweren Wagen ist sie trotzdem nicht. Ob sie überhaupt gemacht ist, dass man darüber läuft, wohl eher nicht. Aber die Natur hat sich hier zumindest den Weg über den Fluss hinübergekämpft. Und auch hier dann mit dem grauen Mann nicht gekämpft, aber ihn überwunden, indem sie ihn einfach ignorierte. Wenn ihr auf der anderen Seite ankommt, könnt ihr dies entweder als ein Zeichen von Sumu oder als ein Zeichen von Praios aufnehmen. Denn direkt vor euch könnt ihr eine große leuchtende Blume erkennen, die dort im schwarzen Sonnenlicht scheint. Sie ist allerdings als einziger Farbklecks zu erkennen, denn sie ist nicht nur weiß, sondern sie ist das einzige Gelbe, was man trotzdem hier auch ohne Farbe erkennen kann. Sie weist eine unerwartete Symmetrie und eine unerwartete Kontur auf. Eine einzige Blume. Boltax, was ist das für eine Blume? Würde mal auf Pflanzenkunde würfeln? Oder weiß ich das so? Pflanzenkunde. Die sind so selten. Weiß das nicht. Ich habe eine Idee, was es ist. Ja. Die dürfen natürlich, also alleine dürfen natürlich auch auf Pflanzenkunde würfeln. Aber Boltax hält das für ein Zeichen von Mutter Sumu, denn steht direkt hinter der Brücke. Dementsprechend muss das ein Zeichen von Sumu sein, die hier noch einmal ein letztes Zeichen euch mitgibt, einen letzten Wink. Nun, wir sehen ganz klar, das ist ein letztes Zeichen Sumus. Einmal noch Macht zu demonstrieren. Nun nehmen wir es als gutes Zeichen auf jeden Fall. Also ihr wisst nicht, was für eine Blume das ist. Ich würde sagen, eine Sumu-Blume. Das habt ihr euch doch gerade ausgedacht, nicht wahr? Nein, wie kommt ihr darauf? Sie ist doch in eurem Gesicht. Nun, ich sehe das als Zeichen, dass der Herr Praios mit uns ist. Schaut doch nur, wie schön gelb und golden sie ist. Vielleicht sollten sie abmalen. Warum? Vielleicht sollten wir uns um wichtige Dinge kümmern. Ich glaube auch nicht, dass wir Zeit... Nein, wir nehmen sie nicht mit. Wir pflücken nicht einfach wahllos Blumen. Das ist doch gegen die Harmonie. Ne? Dies hier ist wohl kein Ort für eine solche Blume. Denkt ihr nicht, die Harmonie wäre eher gewahrt, wenn sie nicht stirbt? Nur wenn man sie pflückt, stirbt sie auf jeden Fall. Ich wollte sie nicht pflücken, ich wollte sie abmalen. Ich glaube, wir haben für das Abmalen keine Zeit und das Pflücken unterlasst ihr. Zeig mal mit meinen beiden Armen so in Richtung Wehrheim. Aber mir, du siehst die riesige Ruine da vorne mit dem untoten Drachen. Können wir uns vielleicht auf wichtigere Dinge fokussieren als Blumen? Na gut. Dankeschön. Vielen Dank. Ja, ihr könnt eine weitere Erschütterung spüren, irgendwas, was wohl von Wehrheim ausgeht und sich Lawinen oder wellenartig im Untergrund ausbreitet. Und mit diesem weiteren Zeichen der Ungastlichkeit könnt ihr aufbrechen, einen großen Bogen um Wehrheim herumschlagen und dann auf der anderen Seite den großen Wald erkennen, den Iserun schon vor einigen Monaten hat ausgemacht. Sieht der Wald tot aus oder umkämpft mit Leben? Er sieht normal aus. Also auch er befindet sich wohl noch in einer Farbenfinsternis, aber er sieht nicht so untot aus, wie das im Süden der Fall war. Er ist einfach nur dicht, ein dichtes Blättergewirr. Nicht ganz so dicht wie bei dem Sumo-Heiligtum, aber auf alle Fälle normal. Wollen wir auf dem Weg nach Norden bei
dieser Auralet-Burg vorbeischauen? Ich bin mir nicht sicher, nun, ob wir überhaupt empfangen werden. Wir haben Jana nicht dabei. Das habe ich auch gedacht. Ich denke nicht, dass sie noch intakt sein wird, diese Burg. Ich denke auch, sie wurde letztes Mal geplündert, in Flammen gesetzt und diese Kratzgeräusche im Keller, erinnert euch? Ja, ich hoffe wirklich, sie haben die ganzen Artefakte evakuiert, bevor die Gule reingekommen sind. Wann wurde die Burg denn geplündert? In der Zwischenzeit. Also, wir waren doch da und da war die Burg doch noch in der Hand von unseren Leuten. Habt ihr was anderes seitdem gehört? Wir können wohl mal vorbeischauen, was damit passiert ist, aber wir sollten vielleicht nicht ganz so nah rangehen. Ja, richtig. Es wird nicht schaden, wenn wir uns einmal einen Blick auf den Zustand dieser Burg jetzt werfen. Weiß nicht. Haben wir nicht Wichtigeres zu tun? Nun, wir kommen dort vorbei. Ich möchte mal einen Blick auf das Pendel werfen, in welche Richtung es jetzt zeigt. Ja, müsste Isaro natürlich vorholen. Klar. Isaro, zeigst du mir bitte einmal? Ja, sicher. Gib mir bitte vorher nochmal eine Probe auf Fährtensuche. Ja. Alle. Und ja, wenn ihr wollt, alle. Also wenn ihr nicht würfeln wollt und Spuren ignorieren mögt, dann könnt ihr das natürlich auch ignorieren. Aber das Pendel zeigt nach Osten, Nordost. Es zeigt immer noch relativ in der Nähe von Burggrabenmund, würde ich behaupten. Ihr könnt wohl erkennen, noch bevor ihr also im Wald seid ihr auch noch nicht drin, steht jetzt noch davor, beziehungsweise geht darauf zu, aber ihr erkennt wohl, dass hier vor einiger Zeit schweres Gerät entlang gerumpelt ist. Entweder auf Wehrheim zu oder von Wehrheim weg. Kann man das Gerät identifizieren? Also eher so Katapulte oder was kann ich da erkennen? Schweres Gerät. Es sind auch Pferdespuren etc. zu sehen. Mhm, Pferdespuren auch. Und hast du gesagt, wie alt die in etwa sind? Ungefähr, hab ich noch nicht zugesagt. Wie viele Sternchen hast du? 6 oder 7. Das sind wohl etwas neuer. Ich habe 10 über und hätte maximale Erschwernis von 16 geschafft. Sind in diesem Jahr sind sie entstanden. Nun seht ihr mal, hier müssen Menschen durchgekommen sein. Viele noch dazu. Vielleicht die Flüchtlinge? Die hinter Wehrheim saßen? Möglich. Vielleicht handelt es sich aber auch um einen allgemein genutzten Transitweg. Dann sollten wir hier möglichst schnell weg, bevor man uns entdeckt. Aber in den Wald sollten wir auf jeden Fall. Nun, es würde aber bedeuten, dass jemand über die Brücke ist. Oder zumindest kann, nicht wahr? Ich nehme es doch einmal an, dass auch andere Leute die Brücke betreten können, wenn sie ihr Großmütterchen Sumo danken. Denke ich auch. Und schaut euch mal die Hufe hier genauer an. Es ist zumindest nicht abzusehen, dass die Hufspuren nach untoten Pferden aussehen. Also. Und riecht ihr das? Mittelreichisches Waffenöl. So etwas riecht ihr? Natürlich. Das ihr habt doch von der herausragenden Zwergennase gehört, nicht wahr? Und ich denke aber mir einmal an. Nein, aber wenn ihr das riechen könnt, das Waffenöl, interessant. Wie unterscheiden sich dann Spuren von lebenden zu untoten Pferdespuren? Ja, denkt einmal nach, wenn ein Pferd stirbt, dann wird normalerweise der Huf beschädigt, wenn nicht sogar in einer Art und Weise gespalten. Meistens, jedenfalls hin und wieder. Und das würde man dann auch in den Profilabdrücken sehen. Außerdem sind untote Pferde leichter. Ja, das wollte ich gerade sagen. Und sie bewegen sich unkoordinierter. Ich weiß nicht, aber diese Wesen, die uns in den Wald angefallen haben, erschienen mir sehr aufeinander abgestimmt. Und werden wohl so zwischen 900 und 1100 Mann gewesen sein, die hier durchgekommen sind. Dann tippe ich auf die Flüchtlinge. Vermutlich Infanterie, Kavallerie und Artillerie. Möglicherweise sind sie gen Norden gegangen. Norden von Wertheim oder in Richtung des Waldes. Vielleicht verbergen sie sich. Aber so viele Leute, so eine große Armee. Wer hat denn heutzutage noch so eine große Armee in dieser Gegend? Brabenmund.
Woher sollen die denn so viele Leute haben? Wenn du die lokalen... Eventuell die Flüchtlinge oder die Überlebenden aufgenommen und nun, er selbst hat ja keinen Finger gerührt während der Schlacht. Möglich wäre es. Das seltsame Talent dafür, aus sehr wenigen Leuten sehr große Armeen zu bauen. Ja, was man so Armeen nennt, Bauern. Das können wir an den Spuren aber schwer erkennen. Oder Bortax, kannst du erkennen, ob die Männer hier schwer gerüstet unterwegs waren? So gut ist mein Blick leider nicht. Doch, es werden schon gerüstete Mann gewesen sein. Wahrscheinlich hat hier eine Art sammelnder Streitmacht stattgefunden. Jedenfalls sind keine Spuren eines Kampfes zu erkennen. Wir sollten einfach trotzdem, glaube ich, erstmal uns nördlich durch den Wald schlagen, dann an dieser Auralit-Burg vorbeischauen. Meine Isarun, ihr kriegt ja doch bestimmt Zutritt, oder nicht? Also als Mager. Raffin, ihr seht ja das, diesen abgebrochenen Ast in diese Richtung. Das bedeutet wohl, dass sie aus, jetzt helft mir, da liegt Greifen vor. Ja, da liegt Greifen vor. Also ungefähr aus dieser Richtung gekommen müssten sie sein. Greifenfurt. Lass mich erstmal überlegen. Die mittelreichische Karte in mein Gedächtnis. Ja, ja, aus Westen. Westen, Nordwesten etwa so. Ah, danke schön. Greifenfurt, gibt's da überhaupt irgendwas? Nun, also die Greifenfurter Banner, die hätten eigentlich auf dem Mithraisfeld antreten sollen. Meines Wissens nach sind sie das auch. Moment, sind wir sicher, dass es Menschenspuren sind? Bitte? Nein, das hier sind Hufspuren. Nun, während es Elfen, würdet ihr keine Spuren sehen. Dass es keine Elfen sind, war uns klar. Ja, Elfen haben in der Regel kein schweres Belagerungsgerät dabei. Es sind auch keine Meermenschen, um euch an der Front zu beruhigen. Es gibt Menschen im Meer? Ja, das hat Darion doch erzählt. Risso, oder? Ja, so hießen die. Ja, die haben so Schwanzflossen, habe ich gehört. Ja, das erzählt dir jeder Seemann. Moment, ich schweife schon wieder ab, was das Meer ist. Interessante Aspekte hinsichtlich ihrer Sprache. Was das Meer ist, wisst ihr das nicht? Es ist furchtbar. Grausig. Ihr habt nur die blutige See erlebt. Das Meer ist gar nicht grausig. Aber mir hat recht, wir schweifen fürchterlich ab. Entschuldigung. Nun ja, Auralet, keine Ahnung, ob ich dort vorgelassen werde. Ich würde ehrlich gesagt nicht darauf wetten, dass diese Burg noch unter irgendeiner Art von Kontrolle von Verbündeten ist. So nah an Wehrheim. Ist das wieder einer von diesen Steinen? Ja, ja, ein Stein. Ein großer Stein, ja. Aber sonst, wir müssten mal schauen, wo wir sonst irgendwo über den Fluss kommen, weil die Brücke bei Wehrheim selbst, haben wir die nicht gesprengt? Oder wollten wir die sprengen? In der Schlacht, überquert, um den Kessel zu vernichten. Genau, aber haben wir die auf dem Rückweg gesprengt oder nicht? Meines Wissens auch nicht. Nein, ich glaube nicht, dass wir dazu gekommen sind. Ich denke nicht, dass diese Brücke noch passierbar sein wird. Immerhin wurde doch der Boden so erschüttert. Wir sind doch in Spalten gefallen und alles Mögliche. Habt ihr diesen Impuls, der unlängst von Wehrheim ausgegangen ist, nicht mitbekommen? Ich glaube auch nicht, dass eine Brücke dem standhalten würde. Das ist ein guter Punkt, ja. Da müssen wir aber gucken, wo wir nördlich irgendwo über den Fluss kommen, weil ich habe keine Ahnung, wo da Brücken sind. Nun, nördlich der Fluss sollte weitaus weniger gefährlich sein als der Dergel. Ansonsten müssen wir halt noch ein bisschen weiter der Straße folgen. Ich glaube, so weit führt der Fluss auch gar nicht. Ich kann ihn vielleicht sogar umgehen. Weiß ich nicht, wo der anfängt, da kann ich nichts zu sagen. Aber wir sollten jetzt erstmal uns da vorne in den Wald schlagen und dann schauen wir weiter. Wir können ja Auralet erstmal aus der Entfernung beobachten. Wenn da Prior-Symbole noch hängen, dann gucken wir mal vorbei. Und wenn da keine mehr hängen, dann gehen wir da nicht hin. Ach so, aber mir, wann ist eigentlich euer Duell? Er ist ein Rondra. Ich fürchte, diesen Zeitpunkt werden wir wohl beide nicht einhalten können. Wie lange ist es denn noch bis zum ersten Rondra? Nun, da wir heute den 26. Prior haben, würde ich schätzen, eine gute Woche. Aber wir haben selbstverständlich den 27. Ja, natürlich. Ich vergaß. Ach, diese Zeit hier in dieser Bude. Auch wenn wir uns davor, wenn wir uns nah an Wärme über den Fluss schlagen, könnten wir es schaffen. Nun, wir wollen sehen. Das ist meine persönliche Belange sind nicht jetzt wichtig. Ja, aber mir wollt doch nicht als ehrloser Hund gelten.
Es gibt Wichtigeres zu tun. Und da wird mir sicherlich Jalan zustimmen. Zumal er vermutlich auch nicht am vereinbarten Zeitort und Zeitpunkt sein wird. Ach doch, greifen wir da so tief den Stock im Arsch, der ist da. Da glaube ich aber fest dran. Der Dienst ist wichtiger als die persönliche Freiheit und Beliebigkeiten. Wollten wir das alle überleben und ihr irgendwann euch darüber streiten, wer wann dort war oder auch nicht dort war, können wir alle noch einmal dahin zurückgehen und ich schaue nach, wer am vereinbarten Zeitpunkt da gewesen ist. Wenn niemand da war, nun. Ja, Lügen wird der Greifenmund schon nicht. Wenn er nicht da war, würde er uns das schon erzählen. Warum ihr euch nicht gleich an Ort und Stelle duelliert habt, verstehe ich auch nicht. Weil sie feige sind. Das hat nichts mit feige zu tun. Es gehört sich einfach nicht. Aber ich dachte, es gehört sich auch nicht aufzutauchen. Aber egal. Wenn ihr nicht auftauchen wollt, ja wurscht. Es wird sich einen Zeitpunkt finden und einen Ort, an dem wir unsere Differenzen beilegen können. Nun, ich will nur Folgendes anmerken jetzt. Wenn wir in Richtung des Waldes gehen, werden wir wohl mittelbar auf diese Menschen treffen, die hier vorbeigekommen sind. Wieso? Weil ich gesagt habe, sie sind vermutlich in den Wald gegangen. Habt ihr mir nicht zugehört? Aber ihr habt doch gesagt, dass es zwar dieses Jahr schon passiert ist, aber das kann ja auch schon 3 Wochen her sein. Ich gehe nicht davon aus. Die hocken da jetzt im Wald. Ist ja auch doch schon einiges groß, oder nicht? Was machen die denn mit schwerer Artillerie im Wald? Nun, dann sollten wir uns vielleicht am nördlichen Rand des Waldes entlang bewegen. Finde ich gut. Für die Kriegstaktiken seid ihr zuständig. Ich bin da nicht so bewandert. Ich deute nur die Zeichen, die wir hier. Wenn es mittelreichisches Waffenöl ist, spricht das eigentlich dafür, dass das eher Verbündete sind als Feinde. Sind nicht auch Leute desertiert? Sicher. Und an Vorräte, die vielleicht verlassen wurden oder zurückgelassen wurden, ist auch heranzukommen. Das ist also noch kein hinreichendes Indiz. Aber die Dämonenanbeter werden wohl kaum Waffenöl brauchen. Wieso denn das nicht? Die haben genügend Söldner und so etwas in ihren Reihen. Na gut, aber wir haben ja relativ wenig Dämonen, gegen die man Waffenöl einsetzen kann. Oder was, Raphim? Natürlich muss man auch profane Waffen pflegen. Ich nehme mal nicht an, dass Boltax von magischen Sachen oder Alchemiker sprach, sondern von dem ganz normalen Waffenöl, das man eben zur Pflege der Waffen benötigt. Ich dachte, er meint dieses magische Zeug, das wir vorher so viel gekocht haben, damit man Dämonen hauen kann. Nein, das ist Waffenbalsam. Waffenbalsam. Entschuldigung, mein Fehler. Ihr könnt euch das ganz einfach merken. Es gibt ein Gift, mit dem ihr gegen Dämonen kämpft? Es gibt Öl und Balsam. Balsam für die Seele ist gleichzeitig schlecht gegen Dämonen, ne? Das ist meine Brücke, die ich mir da gedanklich gemacht habe. Finde ich gut. Machen wir so. Davon müsst ihr mir mehr erzählen. Das klingt... interessant. Dämonen oder Waffenöl? Balsam. Balsam, Abelmir. Wie auch immer. Balsam. Voltax hast du auch gerade erklärt. Pass doch mal auf, bitte. Gut, also wir bewegen uns am nördlichen Waldrand entlang, würde ich vorschlagen. Das sollte uns auch in eine Linie mit der Burg Auralet bringen, sodass wir sie beobachten können. Ja, ihr könnt so an Werheim vorbeiziehen, von einigen Hügeln dann verborgen, so wie ihr euch dann hindurchschlagt. Könnt ihr zwar noch die Spitzen von Werheim erkennen, aber seid wohl der Meinung, dass dann die Wachposten, so sie sind welche aufgestellt haben, euch selbst nicht sehen können. Die Skelette zu dieser Tageszeit dann eben auch aktiv sind, wisst ihr nicht, aber dadurch, dass ihr aktuell in so etwas wie einer Globule steht, könnte es auf alle Fälle sein, dass die auch tagsüber agieren. Ja, ihr werdet auf alle Fälle dann die Hügel weiter benutzen, die wohl höher und höher werden und dann erstmal am Wald nördlich entlang gehen und nicht direkt in ihn einbiegen. Die Spuren verlieren sich dann auch irgendwann und nach grob, ich würde sagen, 3 Meilen könnt ihr dann sehen, wie ein Reh ungefähr 50 Meter vom Waldrand entfernt liegt. Und ein Pfeil in seiner Brust steckt. Liegt einfach tot da. Und
Ich hebe sofort die Faust, um den anderen zu bedeuten, dass wir stehen bleiben, und werfe dann Mendarion einen Blick zu, um ihn dazu aufzufordern, sich das mal vorsichtig anzusehen. Mache mich dann auch gemächlich auf den Weg in Richtung dieses Rehs und halte dabei Ausschau, wo denn der Jäger sitzt. Machen wir mal eine Lauge. Ich kann mir Zeit lassen, ist ja weit weg. Ja, wie gesagt, du siehst das Reh aus einiger Entfernung, würdest sagen 200 Meter. Kannst du es erkennen, aber es liegt eben 50 Meter entfernt von diesem Waldrand. So scharf kann man das jetzt nicht abgrenzen, aber ja. Ja, ich suche mir erst einmal eine Erdkuhle oder vielleicht ein Gestrüpp, in das man sich hinhocken kann. Und betrachte diesen Waldrand und das Reh, ob da irgendjemand irgendetwas hockt, der geschossen hat. Ja, deine Sinnschärfe wird jetzt erhöht, oder? Alle meine Sinnschärfeproben sind um 15 Punkte erleichtert. Ja, dann würfel mal eine Sinnschärfeprobe. Wie lange passiert das? Ich habe herausragend in Sinnsicht, falls das wichtig ist. Wie lange hält das an? Eine Spielrunde. Eine Spielrunde, 5 Minuten. Also für mich 2. Ach so, weil Elfisch und dann verdoppelt. Ja, du siehst, das ist sehr offensichtlich eine Falle. Du kannst erkennen, dass da sitzen Jäger, würdest du nicht sagen. Das sind auf alle Fälle Späher der Menschen. Die sitzen sehr, sehr geschickt. Ich würfel gerade mal eine eigene Sich-Verstecken-Probe. Ah, ja. Wenn sie weniger als 26 Sternchen haben, sagst du also wahrscheinlich. Sie sitzen extrem gut getarnt in den Bäumen oder auch am Boden verteilt, so dass sie dann ideal schießen können. Sie haben auch ihre Bögen dabei und gespannt. Es ist kein Pfeil aufgelegt, aber sie starren auch in eure Richtung. Also sie wissen, dass ihr kommt, und sie erkennen auch dich. Also sie haben so getarnt, wie sie sind, haben sie den Fokus auch auf dir oder besonders auf dir.